Der Gang durchs Tauertal nach der Quelle beginnt natürlich in Rothenburg. Peter Frischmuth hat nicht die klischeehaften Bilder von Rothenburg genommen, sondern eine Weitansicht, wie diese Stadt doch umgeben von der Struktur des Waldes und des Tales und die ganz versteckten Motive, die fast wie Ölgemälde aussehen, die Entdeckung impressionistischer Malerei, die im Detail etwas ja, nicht so erfunden werden kann, aber die im Detail diese versteckten Schönheiten des Tals festhält. Und wer das, die Ausstellung im Moment nicht besichtigen kann, dem sei das Buch empfohlen. Fast alle Bilder sind in einem Buch, das Peter Frischmuth herausgegeben hat mit Herr Hofmeister zusammen, festgehalten. Vom Tauertal geht es dann weiter, natürlich auch die Bevölkerung, die eine Rolle da spielt. Und dann geht es hinaus in die versteckten, idyllischen Situationen des Tales. Und bei Rothenburg erwartet man eine Großstadt. Und das ist ja das Faszinierende am Taubertal. Im Gegensatz zu allen anderen Tälern beginnt natürlich die Quelle, ein Fluss in einer versteckten Umgebung. Hier im Taubertal ist es anders. Hier ist an der Quelle schon eine Großstadt und erst zwischendurch, und das zeigen die Fotografien von Peter Frischmuth besonders schön, zwischendurch wird die Idylle gezeigt. Zwischendurch erlebt die Landschaft, die Natur hier eine Zurückgezogenheit, die erst dann wieder zu einer Lebendigkeit wird in Großstädten, Bad Mergentheim, Tauberwischesheim, Wertheim und immer wieder zurückgenommen die reine Natur. Das ist das Phänomen des Taubertals.